Herzlich willkommen hier in BioShock 2. Wir sind nun dabei, wir müssen immer noch nach der einen Leiche fotografiert. Ich weiß mal nicht, wozu das bringt, weil das wird ja hier auch nicht angezeigt. Aber irgendwas muss es ja bringen. So, wir müssen jetzt hier runter wieder. Voilà. Und müssen jetzt hier lang, denn wir müssen immer noch jemanden finden. Und das werden wir mal machen. Was macht der Typ da hinten? Es ist mir nicht geheuer. Okay. Ich würde sagen, ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber was soll's? Bisher, weiß nicht, habe ich nicht. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Nice! Der Winterblast funktioniert noch genauso, wie ich in Erinnerung hatte. Super. Was wollte ich denn eben sagen? Ja, habe ich mich denn eigentlich hier schon mal erschrocken bei dem zweiten Teil? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine mal, wir haben jetzt schon fast an die 20 Folgen. Und, meines Erachtens sind wir bisher kaum vorangekommen. Das liegt aber auch daran, dass das Spiel einfach so scheiße geil ist. Und man gerne, Moment, nehmen wir mal einen automatischen Heckfall diesmal. Wenn ich treffen würde, ne? Gut, dass ich den wiederholen kann. Was soll ich sagen? Das liegt aber auch daran, dass das Spiel so scheiße geil ist und so viel zu erkunden gibt hier, wie man sieht. Und ich möchte bei Möglichkeiten nichts verpassen. So, hier ist ein Safe. Die Sache ist, Save sind immer sehr schwer zu öffnen. Wo ist Harry hin? Potter? Und wieder warte ich den ganzen Tag, ob Harry heimkommt. Nicht, dass wir überhaupt noch zu Hause wären. Bestimmt ist er mit diesem Mädchen durchgebrannt, das in seinem tollen Buchladen als Verkäuferin arbeitet. Und wir verlieren unser Zuhause und sogar den verdammten Laden kriegt Ryan. Jetzt müssen wir uns mit diesem schrecklichen Zinkler einlassen, nur um ein Dach überm Kopf zu haben. Nein, Harry hätte das doch nie getan, oder? Würde er überhaupt wissen, wo er uns suchen soll? Ah ja, was die für Probleme haben, Leute. Mist! Jetzt muss ich aber echt mal aufpassen hier. Ach, nur ein Teil bekommen, leider. Mist, aber egal. Ja, hier können wir noch einen Hackerfall kaufen. Wir kommen nie an das Maximalgeld rein, zumindest nicht jetzt. Kann man das hier kaputt machen? Nee, kann man nicht, ne? Zumindest nicht so. Schön, guck mal nach da oben. Okay, brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir mal Feuer wieder, was eigentlich ganz geil ist. Ja, dann hier den Hack, den Safe hacken. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ey, ob wir das schaffen. Ich wüsste mal gern, was passiert, wenn die Zeit, die da abläuft, bitte Scheiße. Nice! Was passiert? Schauspielerin? Alter, was geht denn da drin ab? Alter! Alter! Wow, das war ein A fotografiert. Nice. Da kommt der einfach um die Ecke, ey. Der Kleine.
Nicht erschrocken, aber trotzdem, ey. Und so schnell reagieren. Ich hätte den vielleicht einfrieren sollen. Scheiße. Okay, da müssen wir lang. Hier können wir noch lang. So. Wo ist denn die, die hier so geschrien hat? 50er Kugeln? Schrot. Wir sollten uns mal... Nehmen wir mal die Sachen hier. Da gehen wir wieder auf die hier. Ja, da haben wir ja mittlerweile wieder was von. Stimmt schon. Defekt stimmt da schon. So, hier ist auch nichts weiter. Hier auch nicht. Wir können auch hier nicht noch was vom von der Decke holen. Okay. Der Schmetterling. Aber vielleicht finden wir jetzt raus, was die mit Schmetterling hat. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretinor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lam und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. War das eventuell ein, Spoiler kann man nicht sagen, ein Hinweis auf Teil 3? Klingt ja sehr interessant. Ich würde mal sagen, ich speichere mal wieder nach dem dicken Krawall-Prolzen. Und ich glaube, wir sind nah. Sehr nah. Was haben wir da? Ach, Dings. Ja, hier unten haben wir nichts mehr. Würde ich sagen, lasst uns hochgehen. Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Alles klar. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Ah, okay. Ich habe die Kamera schon gesehen. Oh, du bist meine. Nice. Na, kommt ran hier. Wenn ihr schon dabei sein möchtet. Ah, wir sind hier oben jetzt auf der Ebene. Alles klar, alles klar. Hier oben ist... Ey, ich glaub's nicht. Hier oben ist dieser Notschalt-Dingster-Bumster. Heftig. Schrotflinte. So einfach geht das. Sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Aha. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Alter, was für ein Arsch. Ein paar Nadelstiche. Das heißt, er infiziert sich entweder selber oder er gibt, wenn er eine Krankheit hat, sie weiter. Na super. Okay. Nice, wie hoch das hier ist. Ja. G. Hollow Way. Ihr Zimmer. Und der Sinclair hat gesagt, wir können mit ihr umgehen, wie wir wollen, im Endeffekt. Da sie eigentlich ein Missverständnis. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Du Scheiße. Meinst du? Scharfer Beobachter. Mache deine Forschung effizienter mit das klingt gut. Für Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hast. Das klingt gut. Shit, ich bräuchte unbedingt in der Genbank. Ich muss unbedingt so ein Gatherer's Garden finden. Um da mehr Platz hier zu kaufen. Unbedingt.
Nehmen wir erstmal mit. Shit. Oh Mann. Was geht hier ab? Lamp ist enttäuscht. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Gute Frage. Aber die bessere Frage ist, wo ist sie? Sie ist nicht hier. Ich muss dahin. Aber wo? Ja, wo? Ja, was muss ich machen? Ziel. Und was ist das Ziel? Finde Gracies Versteck, ja. Scheint in ihr Apartment zu sein. Sie muss sich aber irgendwo in der Nähe aufhalten. Sieh dich in ihrem Zimmer nach Hinweisen um. Okay, Hinweisen suchen. In sowas bin ich total schlecht. Hab da so eine Ahnung. Ha! Gibt's doch nicht. Ah! Ja. Da bin ich eben drauf gekommen, weil, wegen dem Dings hier. Oh man, bin ich blöd manchmal, ey, aber wirklich. Das ist echt nicht zu entschuldigen, könnte man sagen. Ja. Da müssen wir hin. Aber das, liebe Leute, machen wir erst in der nächsten Folge. Seid also gespannt und schaltet auch dann wieder ein, wenn es wieder heißt BioShock 2. Es ist ja erst 13 Minuten, deswegen möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass das Spiel bisher richtig geil ist. Ich weiß nicht, ob es an Teil 1 rankommen wird, denn es steht ja noch sehr viel offen. Ich bin ja immer gespannt, was mit unserer Tochter hier passiert ist, die ja jetzt älter ist, viel, viel älter, als wo wir sie verloren haben. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir sie retten können. Ich bin außerdem auch noch gespannt, was genau Lamp vorhat und was mit Tannenbaum ist. Die haben wir am Anfang einmal gesehen eigentlich. Die hat uns bisher auch noch kein Geschenk gegeben, wie Adam oder so, was die ja immer hatte. Aber die Kinder sind ja jetzt geheilt. Tannenbaum hatte die ja geheilt. Das bedeutet, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da vielleicht hinterher kein Geschenk rumkommt oder so. Wir müssen sehen. Also, ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Zeit und in der nächsten Folge erfahren wir, was mit Gracie passiert ist. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.